Leute, willkommen zurück bei Lucky in Stohlen. Ich bin euer Phil und heute wird's richtig geil. Es geht um Monsanto, so viel will ich schon mal vorwegnehmen. Ich habe das Ding hier links neben mir stehen, auf eurer rechten. Es ist sehr, sehr groß. Keine Sorge, ich ziehe mir nicht die Hose aus. Es ist schwer. Ja, und ansonsten, ich hol's mal rein. So. So sieht das aus. Was da drin ist, kann ich das jetzt schon sagen? Sollte ich das jetzt schon sagen, des Hypes wegen? Ja, ich sag's einfach. Hier drin, beziehungsweise ich fange mal anders an. Wir haben ja mit der Monsanto Mini Growbox M im Prinzip die kleinste Growbox, die Monsanto im Programm hat. Oder beziehungsweise das kleinste und diskreteste in Sachen Indoor Grow, was man wahrscheinlich überhaupt am Markt kriegen kann. Und wir haben aber gesagt, das habe ich ja in letzter Zeit immer wieder auch angeteased, wir haben aber gesagt, pass auf, wir wollen den Leuten mal richtig auf den Kack hauen. Wir gehen jetzt mal nicht in Richtung klein und diskret und unauffällig, sondern wir wollen auch mal zeigen, dass Monsanto anders kann. Und diese Möglichkeit, anders zu können, befindet sich hier drin. Denn hier ist das Zelt drin von Monsanto. Seit geraumer Zeit bietet Monsanto auch ein Zelt an, wo Monsanto ja eigentlich von sich aus selber sagt, pass auf, wir wollen einfach, wir wollen diskret, wir wollen unauffällig haben. Das Zelt spricht genau eine andere Sprache, nämlich, ey, pass auf, ich will auf Kacke hauen. Ich will ordentlich Ertrag rausholen, ganz gezielt. Bei mir geht es nicht nur darum, irgendwie ein Pflänzchen oder so hochzuziehen oder beziehungsweise beim Hochziehen zu beobachten oder sonstiges ein Pflänzchen zu pflegen, sondern es geht darum, mehrere Pflanzen auf einmal zu ziehen, um richtig, richtig einen rauszuhauen, ertragsmäßig. Ich werde das Ding jetzt mal auspacken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das schneide mit dem Aufbau. Der Aufbau dürfte aber eigentlich einfach sein. Aber ansonsten seht ihr gleich in ein paar Sekunden das fertige Produkt. Ja, ich mach mich mal ran. Ne? Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Ich präsentiere euch Monsanto Mini Growbox Zelt. Das dickste, was Monsanto im Angebot hat, Leute. Nebenbei bemerkt, war ich in der Zwischenzeit auch beim Friseur, also ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr abgelenkt von dem Glanz, der auf der rechten Seite eures Bildschirms stattfindet. Jetzt aber wieder zurück zum Zelt. Also, Basis des Zeltes von Monsanto ist ein Zelt, was eben von Monsanto mehr oder weniger einfach nur dazugekauft wird, nämlich vom belgischen Hersteller Secret Jardin. Wer sich in der Szene auskennt, hat den Namen sicherlich schon mal gehört. Secret Jardin ist tatsächlich bekannt für seine, gerade für die Zelte ist Secret Jardin echt sehr, sehr bekannt und da auch Marktführer oder mit Sicherheit irgendwo oben dabei. Alleine das Zelt an sich ist schon ziemlich kostspielig, auch zuzukaufen für Monsanto. Das ist Monsanto aber sehr, sehr wichtig. Einige von euch kennen vielleicht irgendwelche Angebote von Amazon oder eBay, wo man so ein Zelt mal irgendwie für einen Zwanni abstauben kann oder so. Aber Leute, ich empfinde das, also ist wirklich mein persönliches Empfinden, ich empfinde das als am falschen Ende gespart. Wenn ihr eure Pflanzen, welche Pflanzen ihr auch immer in der Growbox hinterher hochzieht, ja, und wenn das halt irgendwie in Richtung Verzehrbares geht, ist ja meistens so, also die wenigstens mehr hingehen und sich eine Rose hier drin züchten, wo die keiner sieht, weil die eben im Zelt ist. Meistens ist das halt was Verzehrbares und das ist schon ein Aspekt, der nicht bei allen, gerade bei so billig China-Zelten gegeben ist, Leute. Wenn ihr euren Grow zu Hause durchziehen wollt, seid ihr sowieso bei mehreren 100 Euro mindestens, Minimum, absolutes Minimum. Wenn ihr dann ein Zelt kauft, was irgendwelche giftigen, toxischen Stoffe enthält, ja, wo euer verzehrbares Zeug hinterher nicht ganz so verzehrbar mehr ist und ihr verzehrt es eben trotzdem, das wäre nicht so schön, wenn sich dann in 20 Jahren rausstellt, Alter, ihr habt Lebra gekriegt davon oder so, keine Ahnung. Aber das ist natürlich ein Aspekt, der ziemlich weit an möglicherweise vielleicht sogar an oberster Stelle stehen sollte bei euch. Das ist also die Basis. Secret Jardin Zelt HS40 Hydro Shot 40 heißt das. 40 x 40 x 1,20 hoch, also 1,20er Höhe. Das Zelt ist serienmäßig ausgestattet mit einem Alu-Gitterrohrrahmen. Der Aufbau war auch sehr, sehr einfach. Ich denke, ich habe keine Szenen reingemacht, weil es einfach nicht zeigenswert war. Das war wirklich einfach nur zusammenstecken, dann hier das Zelt an sich drüber stülpen. Von innen ist das natürlich hier so reflektierend, ne, damit eben auch das Licht sich vernünftig innen nochmal millionenfach verteilt. Ich bin ja kein Experte, aber ja. Und ansonsten, also auch das Zelt an sich, also hier die Plane sehr, sehr dick, sehr, sehr fest, also auch in Bezug auf Haustiere oder so dürfte das, glaube ich, keinerlei Probleme haben. So, dann kommen wir zu der Besonderheit, Leute. Und das ist auch wieder ein Stück weit tatsächlich eine Ehre, dass ich das so auf dem YouTube-Kanal hier euch zeigen kann. Nämlich das hier, also so wie das Produkt hier jetzt hier komplett steht, ist es das weltweit erste Zelt, was auf so einem kleinen Raum doppelstöckigen Anbau ermöglicht und letztlich bis zu 8 Pflanzen pro Grow ermöglicht, ja. 4 oben,
4 unten. Das Ganze wird möglich gemacht durch ein Modul, was in Zukunft, also in so 2-3 Monaten oder so, Bonsanto zum Verkauf anbieten wird. Das heißt, wenn ihr schon das Zelt gekauft habt bei Bonsanto, könnt ihr in Zukunft hingehen und eben dieses Modul nachkaufen, was euch die Doppelstöckigkeit ermöglicht. Dieses Modul ist bis hierhin noch ein Prototyp, wie gesagt, ist eben noch in der Entwicklung. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann, aber jetzt ist hier noch so viel mit Kabelbinde und irgendwelchen so Strippen und so. Das wird in Zukunft natürlich noch ein bisschen weiterentwickelt werden, natürlich klar. Aber so wie es jetzt hier ist, wurde es schon getestet und es funktioniert definitiv. Also zweistöckiger Anbau auf einem wirklich extrem kleinen Raum. Insgesamt das Zelt passt sehr, sehr gut irgendwie in eine Abstellkammer, Keller sowieso. Aber halt irgendwo hin, es nimmt wirklich nicht viel Platz weg. Reine Fläche 40 x 40 cm. Das ist halt wirklich kaum was. Mit bis zu 8 Pflanzen musst du dir mal reinziehen. Also das Ding ist halt wirklich zum Flexen. Dann gehen wir eben nochmal ein paar Besonderheiten durch, was bei dem Zelt eben auch gegeben ist. Wenn ihr das Zelt so kauft, wie es eben bis jetzt bei Bonsanto auch angeboten wird, dann kriegt ihr einen Stock und könnt bis zu 4 Pflanzen quasi auf diese Fläche anbauen. Ursprünglich wird das Zelt ausgeliefert mit einem Aktivkohlefilter. Wir haben einen hier oben drin, also einen zum Dach hin und jetzt durch das Modul eben den zweiten hier an der Seite. Es ist nämlich eine absolute Besonderheit und da muss man eben auch mal irgendwo wertschätzen und eben auch mal ansprechen, dass man die Aktivkohlefilter innenliegend montieren kann. Normalerweise solche Zelte werden halt immer mit den Auslässen bzw. Einlässen ausgestattet, wo dann eben eine außenliegende Filteranlage dran angeschlossen wird mit dicken Luftleitungen und so eben das Zelt belüftet. Hier bei Bonsanto geht man eben einen fortschrittlicheren Weg, indem man die Aktivkohlefilter hier dadurch, weil sie so klein sind, weil sie so kompakt sind, innenliegend montieren kann und das ist sehr, sehr geil. Eben auch für die Dezentheit oder für die Diskretion, dass man nach außen hin irgendwie keine krassen Filteranlagen oder so sieht, hat man hier keine Probleme mit, weil die Aktivkohlefilter eben innenliegend sind. Gerade schon angesprochen, die sind halt auch extrem leise, also auch im Schlafzimmer oder so würde sich dieses Zelt vermutlich anbieten. Da sind eben auch die ganz kleinen USB-Lüfter drin, die halt an sich sehr, 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 sehr leise sind. Aufgrund dessen, dass wir hier aber eben mit bis zu 8 Pflanzen anbauen können, erhöht dieses Modul die Filteranzahl von 1 auf eben 2. Dann der nächste Aspekt, den ich nochmal ansprechen möchte, ist natürlich das Licht. Ursprünglich ausgestattet ist das Licht mit einer 65 Watt LED-Platine von Bonsanto, also eigens entwickelt. Wenn ihr eben auf die Doppelstöckigkeit dann hinterher geht, kriegt ihr noch eine zusätzliche Lampe, eben auch in dem Modul, in dem Paket mit inbegriffen. Und eine haben wir hier. Ihr seht, da ist auch eine sehr, 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 sehr dünne Platine. Die haben eine sehr geringe Wärmeentwicklung. Ist natürlich auch wichtig für so ein Grow, dass da hinterher nicht, was weiß ich, 90 Grad drin sind. Und ja, wie gesagt, wir haben hier eine Lampe für die unteren Pflanzen und hier oben hängt eine Lampe für die oberen Pflanzen. Die Lampen haben pro Stück 65 Watt. Jetzt werden alteingesessene Grower sofort wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, 65 Watt, da kann doch nichts rauskommen. Doch, LED-Technik. Viele Leute, die eben schon länger in der Szene drin sind, die kennen so Leistungswerte von irgendwie 300 Watt. Diese 65 Watt Platinen, möchte ich fast sagen, weil sie tatsächlich einfach so schmal sind. Diese 65 Watt Lampen sind ungefähr gleichzustellen auf eine Ebene mit Natriumdampflampen auf 300 Watt. Diese sind in der Anschaffung zwar eine ganze Ecke günstiger als diese LED-Lampen, dafür wird euch eben der Verbrauch auffressen. 300 Watt, wenn ihr jetzt denkt, ihr wollt auch doppelstöckig anbauen, habt ihr schon 600 Watt, das ist natürlich ein kranker Stromverbrauch im Gegensatz zu hier 2x65, also 130 Watt im Gegensatz zu 600 Watt. Also Stromverbrauch hier würde ich ebenfalls sagen, nichtig. Bei anderen Growbox-Lösungen von Bonsanto ist man da irgendwo so bei 10 Euro oder so im Monat. Hier das Ganze mal 20 Euro. Für Netflix zahlt ihr auch 18 Euro, sag ich jetzt mal. Zumindest, keine Ahnung, dieses dickere Paket. Und was bei dem Mini-Growbox-Zelt natürlich dann auch essentiell wichtig ist, ist Scrog. Denn wir wollen hier auf Fläche bauen. Wir wollen hier nicht, dass die Pflanzen 1,80 Meter groß werden, was vielleicht wofür das Zelt ursprünglich gedacht ist, sondern wir wollen, dass die Pflanzen schön flächig sind. Da spielt auch die Lampe perfekt einher, weil die Lampe hat eine sehr, sehr flächige Ausleuchtung. Da hat Bonsanto ganz krass drauf geachtet, dass die Lampe eben Fläche macht, statt nur irgendwie Stärke nach unten, vertikal nach unten einfach, sondern wirklich auf die Fläche eben das Licht und dementsprechend natürlich die Nährstoffe für die Pflanze bereitstellt. Darüber hinaus habe ich hier unten noch einen Umluftlüfter. Den habe ich jetzt erstmal unten installiert. Ich hatte jetzt nur noch einen. Ich habe aber schon mit dem Chef von Bonsanto gesprochen. Wir werden auf jeden Fall noch einen zweiten auch hier an die Wand von dem oberen Stock machen. Aber ansonsten, ich habe aus dem Grund jetzt erstmal nach unten gemacht, den Umluftlüfter. Weil hier oben ist sowieso schon standardgemäß
eine deutlich höhere Luftzirkulation als unten, weil eben da die zwei Aktivkohlefilter sind. Trotzdem, um auf Nummer sicher zu gehen, werden wir in Zukunft eben auch hier noch einen Umluftlüfter, also auch so einen kleinen hier, hier an die Wand einfach dran machen. Und dann ist das eigentlich perfekt, Leute. Und das Ding, ich habe es in Vergangenheit halt immer wieder angeteased. Und das Ding ist halt wirklich zum Flexen da, Leute. Ihr müsst euch mal vorstellen, bis zu 8 fucking Pflanzen könnt ihr in einem Grow mit dem Dingen bauen. Das ist ziemlich krass. Also das ist definitiv das dickste Produkt, was Bonsanto im Programm hat. Vielleicht auch ever haben wird, weil Bonsanto sich auch weiterhin eben auf klein und diskret fokussieren will. Aber das ist ein Produkt, was eben die Leute abfertigen soll, die eben auch nach Bonsanto kommen, aber strikt auf der Suche nach einem Zelt sind. Dafür ist das da, oder beziehungsweise die ganz starrsinnig darauf aus sind, richtig Ertrag zu fahren. Das kann man mit dem Bonsanto Mini Growbox Zelt in Zukunft dann mit dem Modul halt echt sehr, sehr gut realisieren. Und trotzdem noch halbwegs einigermaßen geringe Kosten und vor allen Dingen natürlich auch geringe Lautstärke und trotzdem noch irgendwo eine gewisse Diskretion zu haben. Weil ich sage euch, wenn ich das Ding zumache, ist das halt ein schwarzer Kasten. Durch die Fläche von nur 40 x 40 cm passt es irgendwo hinter der Tür in der Abstellkammer oder so in irgendeine Ecke in eurer Wohnung rein. Es stört niemanden, ihr braucht euch wegen Haustiere keine Sorgen machen. Also diese ganzen Key Features, die Bonsanto sowieso schon lebt, sind natürlich auch hier ja eben irgendwie mit untergebracht. Ja, und ansonsten habe ich nicht mehr allzu viel zu sagen. Hier ist noch ein Sichtfenster drin, das ist von außen einfach mit so einer kleinen Klettplane, so einem rechteckigen Ding mit Klett eben einfach zugemacht, kann man aufmachen bei Bedarf. Ja, pass auf, ich will euch nochmal eben zeigen, dass hier auch wirklich 4 Pflanzen auf so eine Etage passen. Ja, also wenn ich die jetzt hier zur Seite schiebe und dann kannst du hier einfach die von unten reinnehmen. Ich habe jetzt nicht genug Töpfe, aber ich denke mal gucken, ob wir direkt beim ersten Grow auf 8 Pflanzen gehen. Schauen wir mal. Und ihr seht, so passen dann 4 Pflanzen nebeneinander durch die vernünftige flächige Ausleuchtung von der Lampe und Scrog eben in Kombination mit Scrog ist das gar kein Problem. Ihr habt keine Gerüche. Die Aktivkohlefilter sind innenliegend. Also das Ding ist wirklich ein krasser Hammer. Und ja, wir werden natürlich in Zukunft unseren Spaß damit haben. Ja, Leute, ich glaube, dazu brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Das wird wirklich zum Flexen da sein. Einfach mal, um euch als Zuschauer zu zeigen, was Bonsanto eben auch kann, nämlich Ertrag einfahren. Jetzt bin ich wieder raus. Wir freuen uns definitiv auf den Grow hier draus und sind gespannt, ob da alles auch so reibungslos funktioniert wie bisher bei den anderen Produkten von Bonsanto, Leute. Danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.